Ein schönes Grüß Gott euch alle miteinander, die ihr unseren Abendimpuls zuschaut. Heute am 4. Adventssonntag. Das vierte Lichtel brennt am Adventkranz und wir freuen uns schon auf die heilige Weihnacht. Heute schauen wir uns wieder unser Stiftsgrippel an und ich darf ganz besonders den Viergesang begrüßen, den uns die Danninger Barbara zusammengestellt hat. Sie hat gesagt, sie singt mit ihrem Bum und ich freue mich ganz besonders, dass ihr da seid und singt. Und so gebe ich euch gleich den ersten Part, nämlich die Vorbereitung auf das, was wir nachher im Evangelium hören. Wer klopft an, o Zweiger? Wir haben gerade die lange Form der Herbergsuche gehört, aber die Herbergsuche, sie
ist eigentlich nur mit einem einzigen Satz im Evangelium nach Lukas erwähnt. Nämlich der Evangelist schreibt im Weihnachtsevangelium, nachdem er gesagt hat, dass Maria und Josef aufgebrochen sind nach Bethlehem, weil es der Kaiser Augustus wegen der Volkszählung wollte, dann schreibt er den einen Satz, denn in der Herberge war kein Platz für sie. Und damit beschreibt er eigentlich nur, dass alles voll war zur damaligen Zeit und Maria und Josef nirgends unterkommen konnten. Die Volksfrömmigkeit hat das anders gesehen. Und jetzt wollen wir wieder ein Liedl singen. Liebeiste auf vom Schlaf aus den Dorf, mich wundert, dass du schlafen magst. Ich schlaf schon, geh mit mir auf die Wein, schau, was für Untergang. Ich so lieb wir beim Dorf, was war die Musik wird schon laut, die herrlich. Trock dein Pfeifer mit dir, wie schon grün. Dingerli singen um, es ist dein Kind geworden. Wann's der Messias war, es war da. Bethlehem heißt der Ort, wer hat's gesagt? Ich muss vom Engel kehrt, Osten gefragt. A Jungfrau täusch und rein, soll seine Mutter sein. Dort, wo der Stern umbringt, die Mahnung schwingt. Schauen wir nochmal auf diesen einen Satz, denn in der Herberge war kein Platz für sie. Der heilige Josef wird hier bei unserem Krippball dargestellt mit dem Esel, wird er liebevoll streichelt. Die Maria ist schon vom Esel abgestiegen und man sieht da das Handwerkszeug vom Zimmerer, das der Josef mitgetragen hat, nämlich er wollte da nicht untätig rumstehen in Bethlehem, sondern er wollte wahrscheinlich was dazu verdienen. Und da drüben die Herberge. Der Wirt steht heraußen, er betrachtet die Szene und er weist seinen Moment nicht ab, aber man sieht hinten, sein Wirtshaus ist voll. Kein Platz ist mehr drinnen, die Leute sind beim Feiern und übersehen das Eigentliche. Die Herbergsuche bedeutet, dass Gott bei uns anklopft, in unserer Zeit. Ein schöner Brauch hat es bei uns gegeben, das Klöpfelge. In der Adventszeit haben die armen Kinder früher von Haus zu Haus gedürfen, damit sie ein bisschen was für Weihnachten kriegen. Ein paar Ohr, ein Stückel Brot oder ein Greicherz. Und darum haben die armen Kinder die Erlaubnis gekriegt, an die Donnerstagabende unterwegs zu sein, in die Dörfer, in die Städte und anzuklopfen. So wie verborgen beim Anklopfen des Josefs an der Herberge auch Christus schon zugegen war. Die Kinder haben schwarze Gesichter gehabt, damit man es nicht erkennt, dass wer von offener Familie, dass die Kinder zum Betteln gingen. Und die Leute, die haben ihnen ein Sprichwort gesagt und haben dann gesungen, und sind belohnt worden dafür. Ein anderer Brauch, das ist die Herbergsuche, dass man Maria im Beutel von Familie zu Familie tragt oder eine kleine Herbergsuche und überall der Tag dann mit Beten gestaltet wird oder dass man sich eine Stunde zusammensetzt vor dem Hausaltar, vor dem Marienbeutel
ein gesetzten Rosenkranzbett oder miteinander singt, ratscht und sie unterhält über das, was Advent bedeutet. Das möchte man euch heute mitgeben. Und jetzt beten wir: Herr, auf dich vertrauen wir. In deine Hände legen wir unser Leben. Lass leuchten über uns dein Angesicht. Hilf uns in deiner Güte. In deine Hände legen wir unser Leben. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Herr, auf dich vertrauen wir. In deine Hände legen wir unser Leben. Und so segne euch an diesem Abend und in dieser Nacht der gute und treue Gott. Es segne euch Gott der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Das letzte Wort hat heute der Dudelsackpfeifer. Und da freuen wir uns recht, dass der heute da ist. Denn wir haben unseren Krüppel auch zwei mit Dudelsack. Die sitzen hier auf der Seite und warten schon auf ihren Einsatz in der Heiligen Nacht. Und ich wünsche euch jetzt einen schönen Abend und eine gute Nacht. Pfiat euch Gott, bis morgen.